Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen hier in der Akademie der Wissenschaften und im Online-Livestream zum Auftakt der Tagung Wettbewerb der Narrative zur globalen Krise liberaler Erzählungen, einer gemeinsamen Veranstaltung des Goethe-Instituts, der Heinrich-Böll-Stiftung, des Bundesverbands der deutschen Industrie und des Käthe-Hamburger Kollegs Center for Global Cooperation Research. Mein Name ist Amira El Al und ich werde Sie durch diesen Abend begleiten. Es geht bei dieser Tagung unter anderem um die Fragen, welchen Einfluss Erzählungen auf das globale Machtgefüge und unsere Gesellschaften ausüben. Welche illiberalen Narrative haben Konjunktur in Ländern wie China, Deutschland, Frankreich, Polen, der Türkei, Russland und nun auch in den USA? Und welche Strategien stehen dahinter? Wie kann die Gesellschaft darauf reagieren? Diese Fragen wollen wir gemeinsam heute und morgen erörtern. Eröffnen wird nun den Abend der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert, der uns einen kleinen Überblick darüber verschaffen wird, was uns heute und morgen an weiteren Fragestellungen und Debatten hier erwartet. Bitte begrüßen Sie Johannes Ebert. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, bei diesem schönen Wetter, bei der Veranstaltung Wettbewerb der Narrative. Ich möchte Sie begrüßen im Namen der vier Veranstalter, dem Bundesverband der deutschen Industrie, der Heinrich-Böll-Stiftung, dem Käthe-Hamburger-Kolleg Center for Global Cooperation Research, das ist ein langer Name, aber man sagt ihn gern, und dem Goethe-Institut. Und ich sage es nochmal, ich freue mich, dass Sie hier sind. In den nächsten anderthalb Tagen sind Sie eingeladen, über diese sehr aktuellen Fragen mit Mitwirkenden aus 10 Ländern zu diskutieren. Was wir derzeit erleben, ist gekennzeichnet durch eine weltweite Kritik an liberalen Werten und durch etwas, was Sie, Herr Koschorke, als Fact follows Fiction kennzeichnet. Erst ist das Narrativ da und dann wird daraus ein Drehbuch für die Wirklichkeit, an dem sich Verhaltensweisen selbst und Fremddefinitionen ausrichten. Vereinfacht gesagt, als Post-Truth oder postfaktisch wurde dieser Vorgang zum Wort des Jahres 2016. Aktuell manifestiert sich die Diskussion in der Auseinandersetzung um das Präsidialsystem in der Türkei, im französischen Wahlkampf, den wir alle gespannt und mit ein bisschen einem unruhigen Gefühl folgen, weil auch beim Brexit und bei Trump dachten alle, das kommt nicht und es ist gekommen. Also wir folgen diesen Dingen gespannt, aber auch in Debatten um internationale Handelsabkommen. Bei unseren Diskussionen heute und morgen möchten wir ein Schwarz-Weiß-Denken vermeiden. Vielmehr möchten wir herausfinden, wie genau die liberalen und die illiberalen Erzählungen unserer Gesellschaften aussehen und das innerhalb von Gesellschaften, aber auch im globalen Zusammenspiel von Gesellschaften. Wir möchten herausfinden, wie eine Erzählung Deutungshoheit gewinnt und eine andere Erzählung disqualifiziert. Und wir möchten herausfinden, welche Strategien hier wirken. Times of conflict are the days of grandeur for collective narratives, schrieb 2012 der israelische Friedenspädagoge Gabriel Salomon. Das ist aktuell wie nie. Tagtäglich werden wir mit Narrativen konfrontiert in der internationalen Auseinandersetzung, aber auch bei uns in Deutschland. Beispiel Migration. Während ein Teil der Bevölkerung einen nicht enden wollenden Strom sieht, die Flüchtlingsflut, die nach Notwehr verlangt, erzählt ein anderer Teil die Geschichte eines wirtschaftlichen potenten Volkes, das eine große Zahl von Flüchtlingen aufnehmen kann und sagt, wir schaffen das. Bei diesen Konflikten ist uns Veranstalter eines wichtig. Wir meinen, dass wir uns in dieser Welt nicht abschotten dürfen, sondern am Ideal einer offenen Gesellschaft festhalten sollten. Das ist auch das Thema des letzten Panels morgen Nachmittag. Sie begegnen heute und morgen bei uns Vortragenden, die sich in ihren Ländern, und Sie haben die Länder, 10 Länder in der Einladung gelesen, die sich in ihren Ländern in unterschiedlichen Disziplinen mit dem Thema befasst haben. Und da
zeigt sich auch das Zusammenspiel unserer Institutionen in diesem Zusammenhang, wie wir jede eigene Netze im zivilgesellschaftlichen, im politischen, im kulturellen Bereich aktivieren konnten, um diese Veranstaltung zusammenzustellen. Die Vortragenden werden von den Moderatorinnen und dem Moderator vorgestellt. Ich möchte hier jetzt keine Einzelnamen nennen, das würde jetzt zu lang dauern. Die Vortragenden werden nach Impulsen von jeweils 15 Minuten diskutieren untereinander und dann werden sie eingeladen, mitzudiskutieren. Wir haben uns im Programm extra viel Zeit genommen für die Diskussion mit dem Publikum. Sollten Sie trotzdem nicht zum Zuge kommen, lade ich Sie ein, Ihre Meinung in 140 Zeichen unter dem Hashtag, Hashtag Competing Narratives zum Ausdruck zu bringen. Und wir haben einen Livestream, wo man auch von außen folgen kann. Also es geht voran. Eine besondere Gruppe im Publikum, die sich immer wieder zu Wort melden wird und unseren Twitter-Account intensiv bespielen wird, sind 21 junge Intellektuelle aus der ganzen Welt, von China über Guatemala bis nach Großbritannien. Wo sind denn die Gäste hier? Könnt ihr mal hier so machen? Hier? Ja, bravo. Sie haben sich intensiv auf das Thema vorbereitet und nutzen den Workshop rund um unsere Tagung zur weiteren Vernetzung. Ich freue mich, dass wir neben der Diskussion auf dieser Ebene auch einen Workshop parallel laufen haben, wo diese Fragen nochmal unter jungen Kolleginnen und Kollegen diskutiert werden. Narrative funktionieren nicht nur kognitiv, sondern sind auch oft sehr emotional besetzt. Wir möchten Sie diese Emotionalität spüren lassen, indem wir Ihnen morgen Mittag um 13 Uhr Poetry Slammer aus Nigeria und Deutschland mit ihren Positionen zu drei Erzählungen vorstellen. Ihre Wirkung entfalten Narrative heute entscheidend durch mediale Verbreitung, etwa in Filmen oder Liedern. Eine wahre Fundgrube ist hier der YouTube-Kanal und wir werden Ihnen nachher vor dem Vortrag drei Fundstücke, kurze Filme aus China, der Türkei und der Europäischen Union vorstellen. Ich danke unseren Partnern für die intensive Zusammenarbeit. Wir haben diese Tagung wirklich gut und lange zusammen vor. Wir werden dann darüber nachher vielleicht noch was sagen. Und das hat Spaß gemacht. Und dafür danke ich ganz herzlich. Ich freue mich auf die Diskussionen, auch später beim Empfang, und gebe jetzt zurück an Amira El Al. Vielen Dank. Bleiben Sie bei mir. Vielen Dank, Herr Ebert. Bleiben Sie gleich hier oben. Ich bitte jetzt auf die Bühne Dr. Markus Böckenförde, Dr. Markus Kerber und Barbara Unmüßig, dass wir gemeinsam hier auf der Bühne ein bisschen sprechen miteinander. Barbara Unmüßig ist Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, Markus Böckenförder, wissenschaftlicher Geschäftsführer des KETE Hamburger Kollegs Center for Global Cooperation Research, da ist er, genau, und Markus Kerber ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Herzlich willkommen. Was hat Sie dazu bewogen, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen, in einer ja doch eher ungewöhnlichen, würde ich sagen, Konstellation? Was sind die Motive, Herr Kerber? Vielleicht beginnen, ja, Sie müssen nicht, aber was hat Sie angetrieben, diesen Wettbewerb der Narrative, diese Tagung auf die Beine zu stellen? Wahrscheinlich die Erkenntnis, die uns seit Jahren begleitet auf dem Weg in die sogenannte Globalisierung. Deutsche Unternehmen sind ja stärker als viele, viele andere auf der Welt international tätig. Deswegen, man trifft auf die Welt in der Welt und deswegen auch auf competing narratives. Wir beobachten im Alltag, im Wirtschaftsalltag seit 5 oder 10 Jahren eine gewisse Zurückweisung. Eine Zurückweisung unseres eigenen Modells oder unseres eigenen Narrativs. Und zwar sowohl im Inneren unserer eigenen Gesellschaft, hier in Deutschland oder im Westen, als aber auch in den Gesellschaften, in denen wir zu Gast sind. Also ich will zwei Beispiele nennen. Die Art und Weise, wie Industrie tätig ist, ist ja Ökologiedebatte seit mindestens 20, 30 Jahren schon mal ein erster Reibungspunkt, wo die Gesellschaft sich fragt, gibt es dieses klassische Industrialisierungsnarrativ seit Erfindung der Dampfmaschine, seit über 200 Jahren übrigens, deswegen interessiert es uns auch so zeitgleich mit der Französischen Revolution. Die Freiheit des Wirtschaftens und die Freiheit der Politik haben sich
miteinander bedingt und stoßen aber seit 40 Jahren auf Skepsis in der Gesellschaft. Und diese Skepsis ist der erste Anhaltspunkt, den wir selber vorgelegt haben. Und dann stoßen sie aber auch sehr stark in Gesellschaften wie der chinesischen oder sie haben die türkische genannt, vielleicht so demnächst in der amerikanischen Gesellschaft, auch auf Vorbehalte, was Freiheit und Wirtschaftssystem anbelangt. Also ganz klassisches Beispiel, Herr Trump sitzt bei Frau Merkel im Weißen Haus und sagt ihr also, dass ihr Handelsüberschüsse habt und dass wir Defizite haben, das ist unfair, das muss sich ändern. Und zwar auf Teufel komm raus, das ist ein neues Narrativ, so kannten wir das nicht. Wir hatten immer gedacht, wir hätten das amerikanische System übernommen und das amerikanische Narrativ des Freihandels. Jetzt auf einmal, nachdem wir das anscheinend sehr, sehr gut machen, gibt es ein Counter-Narrativ aus dem Ursprungsland unseres eigenen Narrativs. Und das sind mindestens zwei Motivationen für uns gewesen, hier mitzumachen. Die dritte ist vielleicht eher langfristigerer Natur. Ich habe so eine Ahnung, was in den nächsten Tagen vorgetragen wird. Und ich habe ein großes Bedürfnis, auch klarzustellen von Seiten der Wirtschaft, wir haben nicht nur neoliberale Narrative. Das Neoliberale ist ja das Positive, zum Teil arrogant anmutende, dominierende. Es gab von Anfang an in unserer eigenen liberalen Narrativwelt ein sehr skeptisches Modell, nämlich das Ordoliberale. Das ist aber leider in den letzten 20, 30 Jahren in Vergessenheit geraten. Aber schon in den 50er, 60er Jahren gab es extrem kritische ordoliberale Autoren, die davor gewarnt haben, die Marktkräfte zu sehr zu entfesseln. Und wenn das dann auch noch vorkommt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, dann hat sich diese Veranstaltung auf jeden Fall gelohnt für uns. Vielen Dank. Gut. Welchen Gewinn hat denn für Ihre Stiftung zum Beispiel, Frau Unmüßig, und für Ihre Arbeit so eine Tagung? Ja, wir sind ja als politische Stiftung den Grünen nahe, vor allem der Demokratie verpflichtet und haben da auch mit unseren 32 Büros weltweit vor allem Partnerinnen und Partner im zivilgesellschaftlichen Bereich. Wir sind diejenigen, die mit emanzipatorischer Zivilgesellschaft, nämlich die für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte streiten, sind unsere Partner weltweit, und zwar von Peking bis Washington und von Moskau bis Chile und so weiter. Und was wir erleben weltweit ist ja, dass sowohl von aus demokratischen Gesellschaften heraus als auch natürlich von autoritären und semi-autoritären Regimen die liberale Demokratie massiv in Frage gestellt wird. Wir arbeiten aber mit Partnerinnen und Partnern zusammen, die nach wie vor, und das finde ich das Spannende auch für die Diskussion, die Universalität der Menschenrechte als globales Narrativ mit uns teilen. Und ich sehe auch überall auf der ganzen Welt mit unseren Partnern, dass dieses Narrativ mit den Partnern, mit denen wir arbeiten, geteilt wird. Wir kämpfen gemeinsam für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, für demokratische Prozesse. Und was wir erleben ist aber, dass genau dieses Narrativ brutal in Frage gestellt wird. Wir erleben mehr denn je, dass sich die Handlungsspielräume für kritische Zivilgesellschaft schließen. Wir erleben Repression, wir erleben Unterdrückung. Und das interessanterweise, und da kann ich dann auch Herrn Kerber aufgreifen, die Universalität liberaler oder neoliberalen Wirtschaftens, das wird von unseren Partnern auch nicht geteilt. Und die gegen dieses neoliberale Modell streiten, indem sie nämlich zum Beispiel ihre Lebensgrundlagen verlieren, ihre ökologischen Grundlagen, Lebensgrundlagen verlieren, die streiten ja auch schon seit Jahr und Tag für eine fairere Handelspolitik, für eine andere Handelspolitik. Und ich finde das spannend in diesem Spannungsfeld, und deswegen freue ich mich zum Beispiel jetzt auch gleich auf den Vortrag von Herrn Koschorke, nochmal zu differenzieren, was denn Liberalismus heißt. Und das finde ich spannend an dieser Diskussion, die liberale Demokratie und liberale Wirtschaft nicht in einen Topf zu schmeißen, sondern nochmal zu differenzieren, ob man da vielleicht auch nicht mit getrennten Perspektiven draufkommen muss. Was ich aber an dieser sehr ungewöhnlichen Koalition hier spannend finde, ist, dass ich mich sehr, sehr freue, dass ein Bundesverband der deutschen Industrie bereit ist, mit uns darüber zu diskutieren und auch vielleicht ein Bündnispartner wird, wie wir gemeinsam das Narrativ der Menschenrechte der offenen Gesellschaft verteidigen. Und das finde ich spannend an dieser Kombination hier. Mhm. Aber Differenzen wird es trotzdem auch geben. Genau, also Sie, weil was ich aber auch ganz toll finde, das möchte ich hier nochmal
sagen, warum ich hier auch so interessiert bin an der Diskussion und Auseinandersetzung. Wir sind ja als Stiftung nicht nur Demokratieförderin weltweit, sondern wir sind ja auch ein Akteur der politischen Bildung. Und als Akteur der politischen Bildung müssen wir uns doch mehr denn je damit auseinandersetzen, mit welcher Sprache kommunizieren wir, wie gehen wir um, dass angeblich Fakten nicht mehr geliebt werden. Wir machen sehr, sehr gute Erfahrungen mit allen faktengestützten Informationen, aber so wie wir die gesellschaftliche Realität hier erleben, müssen wir doch auch darüber nachdenken, wie wir eigentlich bei den Angriffen auch der Populisten in postfaktischen Zeiten Bildungspolitik so machen, dass sie auch die Zielgruppen erreicht. Und das Dritte ist, Herr Ebert hat erwähnt, dass hier 21 Intellektuelle aus aller Welt sind. Mindestens die Hälfte davon kommt aus dem Stipendiennetzwerk der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ich möchte euch, die mit der Heinrich-Böll-Stiftung hier aus aller Welt sind, auch noch mal ganz, ganz besonders begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ja, das ist wirklich sehr schön. Und ich freue mich auf die Diskussion nachher auch im Anschluss an den Vortrag mit Herrn Koschorke. Frau Unmüßig hat es ja gerade gesagt, Herr Böckenförde, Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und haben natürlich auch ganz unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema der Narrative. Wie wichtig ist denn trotzdem für Sie dieser Austausch? Wie weit beeinflusst Sie das oder kann Sie das, tragen Sie das mit dann auch in Ihre Arbeit? Wie wichtig ist das, untereinander sich auszutauschen? Der Austausch aus den unterschiedlichsten, also wir als Forschungsinstitution sind bei den Narrativen natürlich an dem Forschungsgegenstand Narrative sehr, sehr stark interessiert. Der Liberalismus ist jetzt ein Beispielsfall. Es gibt aber viele andere Beispielsfälle. Und für uns zählt mehr die Bedeutung des Narrativen und wie damit umgegangen wird. Und man hat das hier bei den kurzen Ansprachen schon gemerkt, dass man schnell kippt zwischen Krise des Liberalismus und Krise der Narrativen. Und was uns interessiert ist, da wir auch erst aus eigenen Erfahrungen in der Kollegsarbeit und Center for Global Cooperation Research, also der Name ist Programm, bei uns treffen sich 10 bis 14 Fellows pro Jahr aus aller Welt und unterschiedlichsten Disziplinen, die zu den Fragen des Gelingens globaler Kooperation im 21. Jahrhundert arbeiten. Und wir hatten die Narrativforschung anfangs gar nicht in unserem Programm und lernten erst, dass, wenn man wissenschaftlich dieses Thema vollumfassend beantworten will, dann muss man sich darauf einlassen. Insoweit ist diese Veranstaltung die Chance, unseren Lernprozess möglicherweise ein bisschen gespiegelt zu sehen in den Dynamiken des Austauschs. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, wir sind alle gespannt. Herr Ebert, vielleicht zum Abschluss nochmal, was sind denn so Ihre Erwartungen an die Stipendiaten, an die Diskussionen, was erwarten Sie sich von diesen zwei Tagen? Ich möchte vorher noch was anderes sagen, was ich mir erwarte. Weil ich bin erstmal froh, dass wir hier stehen, weil wir arbeiten schon seit 5 Jahren an dieser Thematik. Wir hatten die ersten Diskussionen mit Stefan Mayer, Volker Perthes und meinem Vorstandskollegen Bruno Gross. Und da ging es noch sehr stark darum, um die Frage der globalen Narrative. Also die Frage, ich habe selber 5 Jahre in Ägypten gearbeitet, 5 Jahre in Russland. Und als ich in Russland war, kam so langsam das Narrativ von Eurasien aus, auf das Putin positioniert hat, um sich eine eigene Identität, beziehungsweise die sich vom Westen, der ja auch ein Konstrukt ist, der Westen absetzt. Und in Ägypten war es mehr so ein islamisches Gerechtigkeitsnarrativ. Wir sind immer benachteiligt worden und jetzt müssen wir dem etwas entgegensetzen. Und das hat uns am Anfang sehr interessiert. Wie positionieren sich neue Weltmächte oder andere Gegenden der Welt mit Narrativen? Und für die Kultur folgt da natürlich, da werden Filme wichtig. Ja, ich sage, wir hatten letztes Jahr eine große Diskussion über den Film Smolensk, der über den Flugzeugabsturz von Kaczynski, oder es gab einen türkischen Film Fetih 1453 über die Eroberung Istanbuls, der quasi so eine neo-osmanische Geschichte hat. Also Kultur spielt da eine wirklich wichtige Rolle. Aber wir haben von Anfang an gesagt, was Herr Kerber sagte, was Sie sagten, Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft,
eigentlich ist es extrem spannend, aus unterschiedlichen Perspektiven da drauf zu gucken. So, und dann kam der Brexit und dann hat sich das noch stärker in Richtung Narrative innerhalb der Gesellschaften verschoben. Ja, ich weiß noch, die Arbeitsgruppe-Sitzung, wo Sie da waren und Herr Mayer und Herr Bernau und andere, das war 2 Tage nach dem Brexit. Und da stehen Sie natürlich unter einem gewissen Schock und sagen, was ist hier passiert? Wir haben diese illiberale und liberalen Gegensatz innerhalb unserer Gesellschaften. Und so hat sich das ein bisschen verschoben. Das wollte ich noch loswerden. Und jetzt sage ich noch, was ich mir erwarte. Ich erwarte, dass diese beiden Stränge, die ich gerade geschildert habe, aufgenommen werden und mir zu neuen Erkenntnissen verhelfen. Ich hoffe, dass es eine gute Diskussion gibt. Ich glaube, das Programm ist so, dass man diskutieren kann und muss. Und vielleicht morgen Abend, das geht sehr lang morgen Abend, werden wir dann sagen, wir machen zusammen weiter mit irgendwas. Das finde ich dann besonders schön. Herzlichen Dank. Dann gehen wir doch mit diesem positiven Impuls in den weiteren Abend. Vielen Dank an Sie.